Willkommen im Teil 2 der unfassbaren Reise. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, dann schaut auf jeden Fall jetzt rein, weil sonst macht das Ganze hier keinen Sinn. Wir haben versucht, mein eigenes Kaugummi zu erstellen und das in Läden zu schmuggeln. Was ist das hier? Komm raus, beide. Die letzte Folge hat damit aufgehört, dass ich aus dem Kaufland fliehen musste. So, das herkommt. Und die nächste Aufnahme beginnt fast einen Monat später, wo ich eine E-Mail bekommen habe, die mich sehr schockiert. Und die das ganze Projekt komplett verändert. Leute, es ist etwas sehr, sehr Weirdes passiert. Ich weiß nicht, was ich hier sagen soll. Guckt euch das an. Hier ist eine Mail. Ich habe eine Mail von Kaufland bekommen. Ihr erinnert euch, vor kurzem haben wir ja da unsere eigenen Fake-Kaugummis in den Laden reingestellt, was natürlich absolut illegal ist. Auf jeden Fall schreibt sie hier, pass auf. Ich melde mich bei Ihnen bezüglich eines Vorfalles, der sich vor einigen Wochen in einer Kaufland-Filiale in Köln ereignet hat. Oh oh. Und es wurde vor der Hausleitung eine Dose der Hey-Kaugummis zugesendet, als ob das so eine offizielle Marke ist. Nach reichlicher Prüfung haben wir bla 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 den Namen gefunden. Also sie haben mich irgendwie herausgefunden, dass es mir zu mir gehört. Falls sie verantwortlich über die Marke Hey sind, würden wir sie gerne in unsere Zentrale nach Neckarsulm zu einem persönlichen Gespräch einladen. Oh mein Gott! Nein. Digga, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß nicht, ob das gut ist, Digga, weil ich habe ein bisschen Angst, sag ich. Ich hoffe, dass sie uns hier irgendwie sagen, so, Alter, es geht gar nicht. Und hier ist die Telefonnummer, die können wir natürlich jetzt nicht zeigen, aber ich rufe da morgen früh direkt an und dann gucken wir mal, ob wir da. Wenn die Polizei kommt oder was? Junge, keine Ahnung, Digga. Wir haben einfach irgendwelche random Kaugummis bei denen reingestellt und jetzt auf einmal wollen die, dass wir zu denen in die Zentrale fahren. Was weiß ich, Junge? Wir fahren in die Zentrale, Junge. Erst nach Italien, jetzt in die Zentrale. diese Videos sind so krank. Was ist aus dieser Idee geworden? Die Aufregung steigt. Wir sind jetzt irgendwo, wo sind wir hier? Neckars-Ulm? Wir sind auf jeden Fall 4 Stunden jetzt hier hingefahren. Hoffentlich sind wir jetzt hier nicht hingefahren, um einen Klaps auf den Arsch zu bekommen. Ich bin wirklich sehr aufgeregt. Okay, Leute, hier ist der Empfang. Das würde gerade alles wirklich so zu so einem Lehrergespräch gehen oder einfach irgendwie zum Schulleiter. Zum Schulleiter. Oh nein. Modus aus der 10B einmal. Ja, genau so ist es gerade, Digga. Wir müssen so tun, als ob wir so richtig selbstbewusst sind, weißt du? Ich glaube, der ist so rein. Und dann haben wir uns angemeldet, sind irgendeine Treppe hochgegangen, bis uns dann gesagt wurde, dass wir nicht mehr filmen dürfen. Okay, dann kommen wir dahin, alles klar. Ach so. Und ich war unfassbar aufgeregt. Okay, Leute, schau das. Was ist hier gerade passiert? Also pass auf, meine Freunde, es ist Folgendes passiert. Wir haben keinen Anschluss bekommen, wie wir es erwartet haben. Sie haben einfach gesagt, dass sie die Idee mit dem Kaugummi geil finden. Und sie wollen mein Kaugummi haben, Leute. Das heißt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kann noch nicht so ganz die ganze Sache in Worte fassen. Ich bin etwas perplex gerade. Die haben mich gefragt, ob ich es vielleicht wirklich hinbekomme, ein richtiges Kaugummi zu machen. Natürlich nicht mit Prittstift draufgeklebt, sondern ein richtig krasses Kaugummi. Und sie haben mich angeboten, das dann bei sich zu verkaufen. Leute, wisst ihr, was das bedeutet? Das sind, keine Ahnung, 200 Millionen Filialen in Deutschland. Das Ding, was wir aus Joke gemacht haben, könnten wir jetzt als echtes Kaugummi richtig an Leute verkaufen, an Millionen Leute. Wir brauchen eine richtige Verpackung. Wir brauchen viel mehr Kaugummi als irgendwie 400 Kilo. Wir brauchen 1 Million Kaugummis mindestens. Ach du Scheiße, Alter. Echt, Leute, ich habe die letzte Zeit nicht geschlafen. Es gibt nur einen kleinen, sehr großen Haken an der ganzen Sache. Und zwar mein Kaufland, dass wir das Ganze in ein paar Monaten schon machen müssen. Also, wir haben nicht mehr viel Zeit. Mit der Kraft des Blitzes werden wir Millionen von Kaugummis jetzt irgendwie hinbekommen. Leute, verfolgt uns auf dieser Reise. Es wird wild. Mit wir es schaffen, ein Hey-Kaugummi zu erschaffen. Das wäre der unfassbare Hammer. Die ganzen anderen Kaugummis sind ja okay, Leute. Aber ich will das perfekte, geilste, beste Kaugummi der Welt haben. Ab nach Hause, Junge. Ab nach Hause. Achso, mein Auto ist in die Richtung, Junge. Ich bin so verwirrt. Und ab dann, meine Freunde, begannen die krassesten Wochen meines Lebens. Ich habe ein Team zusammengestellt, was versucht hat, alles in die Wege zu leiten. Ich habe Italien erzählt, dass wir jetzt 1 Million Kaugummis machen wollen. Und die meinten einfach nur, okay, machen wir. Keine Ahnung, wie das geklappt hat. Hab meine Lieblingsgeschmäcker denen erklärt, wie viel Säure brauchen wir drin. Ich will, dass wenn man auf das Kaugummi beißt, es so richtig crunched. Immer wieder Sachen von denen zugeschickt bekommen und immer wieder Sachen getestet. Bis ich irgendwann die perfekten Sorten und das perfekte Kaugummi gefunden habe, vergingen einfach mehr als 3 Monate. Das Ganze ist ja extrem zusammengefasst. Aber irgendwann war es dann soweit und es wurde Zeit, nach Italien zu fliegen, um die Dinger wirklich final zu testen. Wir sind gerade unterwegs nach Italien und wir haben unseren Flug verpasst. Müssen wir 5 Stunden am Flughafen ausharren. Aber Leute, wir haben jetzt gerade so Mini-Hotels gefunden. Und jetzt können wir hier einfach pennen, 5 Stunden, Digga. Digga, das war die geilsten 30 Euro meines Lebens. Das ist alles so für ein Kaugummi, Digga. Wir sind wieder in Italien, meine Freunde. Wir sind wieder beim guten alten Pascal. Italien. Wenn alles perfekt ist, kann es morgen schon losgehen mit der Produktion. Dann werden hier 1 Million Kaugummis durch die Maschinen gedrückt. Und dann, als wir dachten, dass alles perfekt läuft, ist ein Riesenfail passiert. Und zwar einen Tag, bevor die Produktion starten sollte. Wir haben hier drunter die Kaugummis, die endgültigsten finalen Kaugummis. Ich habe die Kaugummis, an denen wir jetzt monatelang gefeilt haben, getestet. Bitte, 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 sind die jetzt gut? Das ist die finale Version. Let's go. Ich muss kurz in mich gehen, Leute. Ich fand sie geschmacklich schon richtig gut, aber eine Sache stimmte einfach gar nicht. Wie sieht die Krisenstimmung aus? Also, Johannes, absolute Katastrophe hier gerade. Wir sind in Italien. Jetzt entweder war es ein Missverständnis oder keine Ahnung, was hier gerade los ist. Und zwar haben wir so ein Sample bekommen, wo der Crunch halt so richtig, also die Außenhülle halt so richtig geil so war. Und jetzt haben wir die bekommen. Und die Außenhülle ist nicht, sondern
Nein, so richtig. Scheinbar wurde das Rezept irgendwie falsch gemixt. Es gab irgendwelche Missverständnisse. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll, weil morgen sollte alles losgehen. Wirklich, ein Tag vor Anfang der Produktion und sowas passiert noch. Das ist unfassbar. Leute, wir sind alle etwas müde. Ich habe auch genau eine Stunde geschlafen die letzte Zeit. Gut. Wir haben uns dann mit dem Chef besprochen, der wirklich ziemlich aufgeschmissen war. There is no solution in the short term. Pascal, was machst du mit mir, Junge? Wir haben wirklich eine Stunde mit ihm geredet, um irgendwie eine Lösung für das Problem zu finden. Ich habe die Lösung gefunden. Okay, Leute, er macht jetzt irgendwelche Gespräche. Er versucht jetzt auch irgendwie das aufzutreiben, damit wir das morgen noch für die Produktion bekommen. Ich drehe gerade etwas durch. Ich bin komplett übermüdet und ich möchte einfach nur, dass es endlich fertig wird. Ich möchte einfach sterben. Und nach weiteren anderthalb Stunden haben sie es dann aber irgendwie geschafft, das Problem zu lösen. Ah, nice. Und this gun. If you are. Wir waren es jetzt. Ich glaub's nicht. Wir haben die Lösung. Ah. Ich glaub's nicht. Die waren jetzt einfach 10 Minuten weg, kommen jetzt hier rein und wir haben einfach die Lösung. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar, wirklich. Es ist ein Up und Down. Ich dreh durch. Ich war kurz vorm Heulen und jetzt geht's wieder los. Dann habe ich das Ganze nochmal getestet. Das ist das Geilste, was ich jemals gegessen habe. Also Leute, ne? Real Talk, die sind richtig krank. Als Special haben wir jetzt noch so Kristalle da reingemacht, damit das so den Geschmack ein bisschen verstärkt und so eine geile Konsistenz gibt. Und das hat kein anderes Kaugummi, Leute, nur die Haze, Leute. Also, wenn ihr das einmal schmeckt, werdet ihr nie wieder was anderes probieren können. Aber diesmal war auch dieser Crunch krank. Also wenn du drauf gebissen hast, hast du richtig so gekrrt, weil einfach das Rezept falsch war. Kann ja so ausgehen mit der Produktion. Wir machen jetzt davon ein Stück. Oder mehr sogar. Mehr. Der große Tag ist gekommen, meine Freunde. Wir sind bereit für die Produktion. Wir stehen gerade vor der Schleuse. Pascal ist auch wieder am Start. Und jetzt muss ich mir diesen wunderschönen Anzug hier anziehen, Junge. Yay. Okay? Hilfe. Ja, perfekt. Eine Minute hier und der Alarm ist angegangen. Junge. Ich war noch nie in der Kaugummifabrik, Alter. Hier werden bald eure Kaugummis hergestellt, Leute. Pass auf, Junge. Let's go. Hey. Kaugummi sogar selber herstellen. Tada! Was macht denn dieser rote Knopf hier? Nur das hier ist ein riesen Kaugummi. Das ist einfach nur ganz viel Kaugummi-Masse zusammen. Ah! Oh, Junge, ist das schwer. Ah! Das ist das offiziell größte Kaugummi der Welt auf jeden Fall. Oder diese Würste an, wie lustig. Ich glaube, die Mitarbeiter haben mich dafür komplett verrückt erklärt, weil ich habe dieses riesen Kaugummi einfach gegessen. Das sah so lecker aus. Mmh. Geil. Oh, dann nehme ich ein bisschen was mit, Digga. Alter, das ist das beste Kaugummi der Welt. Wir haben so lange gebraucht, so soft wird, dass es so aussieht. Ich bin einfach ultra happy gerade. Sommerzeit, es wird zu schnell vorbei. Schauen in den Blue Sky, was in den Wind und schreit. Ah, okay, start. Ich wurde gefeuert. Das ist sehr, sehr. Warum ist die Sommerzeit viel zu schnell vorbei? Und ich frag mich, why? Das war unfassbar krank. Ich muss jetzt erstmal schlafen, Leute. Ich habe so viel erlebt. Leute, das Kaugummi wird so krank, Leute. Okay, das Kaugummi war fertig, aber es fehlte noch die komplette Verpackung. Und das war richtig viel Arbeit. Wir haben das ganze Design, was ich damals gemacht habe, einfach nur ein bisschen verbessert. Eine richtig, richtig coole Verpackung gemacht. Leute, ihr müsst euch überlegen, diese ganzen Aufnahmen, die ihr hier seht, sind mehrere Monate Arbeit gewesen. In 10 Sekunden zusammengefasst. Nachdem wir die 3D-Modelle fertig gehabt haben, habe ich dann die ersten Sachen nach Hause bekommen. Es sah unfassbar cool aus. Und jetzt mussten wir davon auch wieder tonnenweise produzieren. Und dafür sind wir nach Norden gefahren. Dort ist eine riesige Produktion gewesen, die einfach auch spontan gesagt haben, dass wir das Ganze für uns machen. Wir haben richtig viele Deckel, richtig viele Dosen produziert. Und das Ganze muss natürlich auch verpackt werden. Und da sind wir nach Holland gefahren. Und es war so lustig. Ich sehe überhaupt mein hässliches Gesicht, Leute. Das ist super. Oh mein Gott, super. Ich werde mich einfach mit verschicken. Ich will sehen, ob die auch wirklich im Laden ankommen. Auf Wiedersehen. Okay, Leute, ich werde verschicken. Leute, wir sehen uns im Kaufland. Leute, ich habe gerade die Mega-Idee bekommen. Ich werde jetzt einfach eine dieser Dinger unterschreiben. Wenn ihr die findet, das wäre so krank. Die werden in irgendeinem Kaufland stehen. Ich lade euch nach Köln ein, wenn ihr die findet. Außerdem habe ich für das Kaugummi einen eigenen Instagram-Account erstellt. Es wäre mega cool, wenn wir darauf irgendwie 10.000 Abonnenten erreichen können. Weil dann haben wir einfach mehr Abonnenten als alle anderen Kaugummi-Firmen. Und würden die einfach jetzt schon komplett hops nehmen. Das wäre wirklich mega nice. Gerade hinter einem Vorhang und das hat einen genauen Grund. Hallo, ich bin außerdem hier. Wir haben jetzt eine riesige Reise hinter uns, das war unfassbar krank. Es hat jetzt wirklich sehr, sehr lange gedauert, aber jetzt, Leute, kann ich euch endlich die finalen Kaugummis zeigen und ich würde sagen, ich lasse euch nicht mehr lange warten. 3, 2, 1.
Gut. Und zwar, meine Freunde, haben wir einmal Wassermelone. Wunderschön, meine Freunde. Meine persönliche Lieblingssorte Wassermelone. Das einzige Kaugummi, wo es sich wirklich danach anfühlt, als würdest du auf eine Wassermelone beißen. Das kann, ich kann nicht glauben, dass einfach Kaugummis, wo Hey draufsteht, einfach im Supermarkt mal geben wird. WTF. Tropical fühlt sich einfach an, als ob du in alle tropischen Früchte gleichzeitig reinbeißen würdest. Tropical. Alle tropischen Früchte in eine. Das einzige Kaugummi, was dich in einen Urlaub schickt, wenn du drauf beißt. Dann haben wir hier noch Spearmint für den frischesten Atem der Welt. Hier ist echtes Gletschereis drin. Spearmint. Oder auch Minze genannt. Eiskalt. Frischer, eiskalter Atem, wie du ihn noch nie gespürt hast. Oh, frag mich bitte nicht, was das hier ist. Das ist die ganze Dose in riesig, die haben wir auch noch bestellt, damit wir coole Bilder machen können. Ich kann da, glaube ich, auch reingehen. Ja, es hat geklappt. Schauflash. Und das Krasse ist einfach, Leute, ab nächsten Donnerstag sind die schon verfügbar im Kaufland. Am 13. Januar ist das einfach unfassbar. Rennt den Kaufland ein, meine Freunde. So, das ist einfach schon nächste Woche, WTF. Wir haben natürlich jetzt nicht so viele davon bestellen können, weil wir da noch, wir stehen auch ganz am Anfang, Leute. Es kann natürlich sein, dass die dann auch irgendwann ausverkauft sind. Also rennt den Kaufland ein, meine Freunde, wenn ihr noch welche haben wollt. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr einfach mal eine ausprobiert. Alleine der Weg hier hinzukommen ist einfach nur unfassbar gewesen. Ich weiß nur noch ganz genau, wie viele Down-Momente wir hatten, als einfach kurz vor der Produktion alles gescheitert ist. Oder dieser eine, oh mein Gott, und ich erinnere mich noch an diesen einen Tag, da habe ich jetzt noch eine Aufnahme von, wo ich kurz vor Start im Hotel saß und dachte einfach nur so, was passiert hier? Es ist so krank, Alter. Keine Ahnung, was gerade los ist, es ist einfach nur gerade krank. Ich habe gerade einfach realisiert, was hier gerade einfach gerade abgeht. Es ist einfach zu krank. Ich habe einfach gerade realisiert, wie heftig dieses ganze Projekt ist, dass einfach jetzt mein verdammtes... Einfach dieses dumme Gesicht in so ganz Deutschland einfach jetzt. Ohne euch hätten wir das mit den Daily Vlogs und sowas alles nicht gestartet. Das ist einfach so krank, dass es einfach jetzt wirklich wahr geworden ist. Der Traum ist einfach wahr geworden. Wir haben einfach jetzt in einem halben Jahr ein eigenes, komplett eigenes Ding aufgebaut. Das ist einfach, ich habe gerade einfach das erste Mal diese Aufsteller gesehen mit meinem Gesicht drauf. Und keine Ahnung, man denkt sich einfach nur, wie kann so ein Idiot wie ich das einfach... Ich weiß nicht, Leute, das ist einfach krass. Leute, es ist einfach gerade 3 Uhr nachts. Ich kann einfach nicht pennen, ich bin einfach so aufgeregt. Ich wollte einfach mal meine Gedanken mit euch teilen. Es ist einfach, ich bin einfach überwältigt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach zu krank alles, es ist einfach, ich flipp aus, Leute, wirklich. Vielen, vielen, vielen Dank. Das war jetzt echt viel irgendwie die letzte Zeit. Viel, was auf mich zugekommen ist und ich bin einfach nur fucking stolz darauf, dass es einfach jetzt losgeht, dass es einfach jetzt, es ist einfach von mir, Leute. Ich komme aus Rheine, Alter, das ist echt, das ist, für mich ist es einfach nur ultra krank. Für mich ist es einfach alles zu krass. Keine Ahnung, Leute, was gerade... Wir halten zusammen, meine Freunde. Wir sind die krasseste Community, die es auf jeden Fall auf der Welt gibt, meine Freunde. Es gibt niemanden, keine Community, die so einen krassen Zusammenhalt hat wie wir. Ich weiß auch nicht, was los ist, Leute. Es ist einfach nur, ich bin einfach nur happy, Leute. Ich bin einfach nur glücklich. Es ist unfassbar, aber ich bin auch so aufgeregt. Es ist einfach... Okay, ich höre jetzt auf, Leute. Wir sehen uns morgen. Was machen wir hier gerade wieder für eine kranke Scheiße? Was haben wir hier auf die Beine gestellt? Guckt euch, ich stehe gerade in meiner riesigen eigenen Kaugummidose. Am 13. Januar wird das Ganze einfach schon im Laden sein. Es würde mich wirklich mega, 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 mega freuen, wenn ihr am 13. den Kaufland stürmt und euch diese Dinger kauft. Das würde mich unfassbar freuen. Ich werde auch ein paar Kaufländer vorbeischauen. Bin sehr gespannt, was ihr davon halten werdet. Der Hund ist einfach hier drin. Die Sommerzeit ist viel zu schnell vorbei. Und ich frag mich, why, why?